Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir gehen heute für einen Tag in FIFA 18 zurück. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier seid, lasst sehr gerne ein Abo da. Dasselbe haben wir für FIFA 17 schon gemacht. Wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne anschauen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's. So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner U7Buy vorbei. Und mit dem Rabattcode ALEX96 spart ihr nochmal 5% auf jeden Einkauf, wer Interesse hat. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut sehr, sehr gerne vorbei, Freunde. Und dann würde ich sagen, starten wir ins aktuelle Video. Ab geht's. So, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir rein in FIFA. Ich werde das auch für FIFA 19 und FIFA 20, denke ich mal, noch machen. Ist jetzt wahrscheinlich eh interessanter, wie wenn ich jetzt ein neues Trading-Video nochmal hochlade. Habe jetzt die letzten 2-3 Tage ein Trading-Video hochgeladen. Ich denke, das geht klar. Wir haben hier auch noch den WM-Modus, wo man natürlich auch noch ein bisschen was machen kann. So, Freunde, würde ich sagen, wir schauen uns hier zuerst das TDW an und dann, was es hier noch als SBCs gab. Das ist ja das erste Jahr, wo es Icons gab. Ihr seht auch, wir haben hier über 3000 Spiele gemacht, also war auf jeden Fall krank, nicht so krank wie FIFA 17, da hatten wir ja 4000, aber ist auf jeden Fall auch ordentlich. Man muss sich überlegen, dieses Jahr habe ich 1000 gemacht, da hatte ich einfach 3000, okay, Depay war im Team der Woche, Areola, okay, ja, auf jeden Fall nice, Pepe am Start, Alaba in Form mit 88, Saul, der hat doch immer noch dasselbe Bild, oder? 3 Jahre haben die Bild nicht geändert. Oder der sieht halt immer noch komplett gleich aus. Eriksen, 93er die Maschine. Der gute Perisic, Perry das Schnabeltier. Bale auch 95er Inform nochmal bekommen. Das ist Lo Celso, oder? Ja, Lo Celso. Batshuayi und Salah. Das ist alle auch stabile Karte. Was hatte der damals an Werte? 2 Sterne Wigfurt nur. Batshuayi, der hatte dann im Ende 5. Ja, hat 4-3 jetzt gehabt. Okay, interessant. Ja, okay, gehen wir mal schauen, was es an SBDs gibt oder noch gab, was ich nicht abgeschlossen habe. Ihr wisst ja, wir haben ja fast alles abgeschlossen. So, okay, Bergkamp gab's. Uninteressant. Kein Wunder, dass ich nicht abgeschlossen habe. Crespo, Desailly, Hullit habe ich damals nicht gespielt. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Ein paar Jahre später habe ich natürlich Hullit gespielt. Dann Hernandez, Inzaghi. Inzaghi habe ich sogar mal angefangen. Okay. Ihr seht auch, die Icons sahen damals so blau aus. Finde ich eigentlich ein nices Design, muss man sagen. Litmanen, Maldini nicht mitgenommen, aber ja, okay, ich hatte auch relativ gute Innenverteidiger damals, muss man sagen. Die kamen halt auch relativ spät, ne, das muss man sagen. Matthäus, Nesta, Okocha, Pujol, Rijkaard, also ihr seht, das haben die damals alles gebracht. Ja, leider, die ist ja nur Schmutz-Icons, so muss man leider sagen. Fandasa und Yashin, okay. Und den Rest haben wir abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man das hier anschauen kann. Ich würde gerne euch das zeigen hier mit den Bundesliga, was man hier wählen konnte. Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Man konnte hier nämlich... Ja, schade, das geht anscheinend nicht. Man konnte hier immer wählen, was man will, zwischen 2-3 Spieler. Und konnte das nur einmal machen. Ne? Jetzt kannst du das ja wiederholen. Und man hat da einen Spieler bekommen. Das war sehr, sehr geil. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. Was gibt es denn bei Länder? Ja, okay. Ja, ich habe halt alles abgeschlossen. Ne? Da gibt es jetzt nichts mehr so viel, was man zeigen muss. Würde ich sagen, gehen wir aufs Interessanteste für die meisten. Gehen wir erstmal aufs Team. Ja, und auch damals hatten wir natürlich ein sehr, sehr gutes Team am Start. Wir fangen mal mit der Bank an, würde ich sagen. Wir fangen ganz hinten von der Bank an. Salko, okay, die habe ich anscheinend nie gespielt, 4 Spiele. Der Herr Tots müsste das gewesen sein, habe ich wahrscheinlich monatlich im Elite 1 geholt. Da habe ich einen Deher gezogen, aber habe ich nie gespielt. Ich habe eigentlich jedes Jahr meistens immer nur 1-2 Torhüter gespielt. Das war auch in diesem FIFA der Fall. Ori haben wir ein bisschen gezockt, den haben wir auch abgeschlossen, die SBC. Also damit konnte man ja diese Icon-SBCs abschließen. Aguero, diese Karte war auch mega teuer damals hier mit der Lederjacke, das weiß ich noch. Aber war eine nice Karte, die Aguero-Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus. Benatia, ne, das war auch so eine Maschine, ne. Wäre auch geil, wenn der irgendwann ein Icon bekommen würde. Er war so eine Maschine, so ein Brocken.
Hazard, Alessandrini auch kaum gespielt, wie ihr seht. Bale, ne, Bale war die letzten FIFA so mit einer meiner Lieblingsspieler, muss ich wirklich sagen. Der hat da auch öfters mal Stamm gespielt. Dybala, den hatten wir untauschbar. Auch sehr, sehr geile Karte, ne. Sehr schade, dass der die letzten Jahre nichts mehr abliefert. Aber seine Tots in FIFA 16, 17, 18, 19, die waren richtig krass immer, ne. Da habe ich jedes Jahr gezockt. Die Vidal-Karte war auch sehr, sehr gut. Hat auch mega Bock gemacht zu zocken. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, schon ins Team rein. Seht ihr schon den Loris? Ja, und ihr seht, ich habe den nur 360 Spiele gespielt. Kann ich euch sagen, auch warum. Ist relativ einfach. Warte, wie machen wir das? Ich zeige euch das. Ich habe in dem Jahr, glaube ich, nur Loris gespielt. Ich habe mir vorher den anderen, hatte vorher den anderen Loris. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ja, ja, 1700 Spiele hatte ich mit dem. Also habe ich 2000 Spiele von den 3000 Spielen Loris gespielt. Er war einfach damals Maschine. Dann gehen wir einfach mal durch. Wie gesagt, hier eine 96er Karte hat der dann nach dem WM-Sieg, müsste das gewesen sein. Das war, glaube ich, eine WM-Karte. Valencia, diese Karte war auch so geil. Guck mal, der hatte einen Stern Weakfoot. Das ist dir damals gar nicht aufgefallen. Das war völlig egal damals. Heutzutage, man würde so rummeckern mit dieser Karte wegen einen Stern Weakfoot. Aber der war so Hammer, diese Karte. 260.000 hat diese Karte nun gekostet. Blanc habe ich gespielt. Er war damals eine absolute Maschine. Ihr seht, ich habe nicht mal Shadow drauf gemacht, weil Space nicht mal so wichtig war. Ja, und dann haben wir noch den Abwehrboss Koscielny gespielt, auch 1400 Spiele. Man musste auch noch bei ihm sagen, bei ihm dasselbe Prinzip wie mit Loris. Ich habe natürlich vorher die Goldkarte gespielt, ne? Von Koscielny ist natürlich klar. Haben wir, glaube ich, auch ein paar hundert Spiele, ja, 1000 sogar, 1000 Spiele genau. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, von den 3000 Spielen habe ich 2400 Spiele mit Koscielny gespielt. Ist auf jeden Fall eine Vereinsikone bei mir, muss man auf jeden Fall sagen. Diese Weihnachtskarte war überragend, ne? Die war richtig geil, muss man echt sagen. Alexandro, auch der, überragend. 1200 Spiele, und schaut euch seine Vorlagen an. 360 Vorlagen, das ist echt eine sehr, sehr gute Statistik für einen Außenverteidiger. Kanté Totti, damals schon am Start, der war auch Liebe. Zusammen mit dem Dreibeiner, ne? Da haben wir auch die SBC geholt. Von guten Viera, der auch sehr, sehr gut. Auch 1800 Spiele mit dem gemacht. Mal weiter, Pogba, den haben wir in Rot gekriegt. Sehr, sehr geile Karte, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, den zu zocken. Kannst du ja heutzutage auch nicht mehr zocken, ne? Ist nicht mehr gut genug, ist leider so. Aber diese Karte, ne, die habe ich durchgehend gespielt, die war einfach Hammer. Der war so gut, dieser Pogba. Er hat so Bock gemacht zu spielen. Ja, der Pelé, der hat über Außen gespielt, deswegen ist die Statistik auch nicht so gut. Aber die Karte hat schon Bock gemacht, obwohl ich glaube, der Zehner gespielt. Ich habe, glaube ich, damals Doppelsturm und Zehner gespielt und 3 ZMs. So habe ich, glaube ich, damals immer gespielt. Da hat der Zehner gespielt. Griezmann, auch so eine geile Karte, ne? Diese Griezmann-Karte, boah, hat dir Spaß gemacht zu zocken, ne? So eine Maschine, dieser Griezmann. Und jetzt kommen wir zum Big Boy, Cristiano Ronaldo. 1400 Spiele, 1900 Tore und noch 750 Vorlagen, überragende Karte. Ne? Also der Ronaldo, was der jedes Jahr abliefert bei mir, der ist jedes Jahr eine Maschine, also der rettet jedes Jahr die Siege. Ah ja, die Packs hat man immer gekriegt, wenn man im WM-Modus Packs, würde ich sagen, wir machen hier 3 Packs auf und dann gehen wir in den Verein hier. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier was Geiles bekommen. Ah, das war immer, wenn das in der Mitte geleuchtet hat, das weiß ich noch. Dann war das ein Walkout oder 83 Plus Spieler war das. Ne? Jetzt muss ich nur gucken, was wir hier machen. Das Rotri, ne, von hier spielt mittlerweile bei City. Wie kommt denn das alles? L2, okay, L2 müssen wir einfach drücken, da kommt alles in den Verein. Das bauen die ja jedes Jahr um, also gucken wir mal, ob wir einen wenigstens bekommen. Nee, ich glaube, das sind auch keine guten Packs, die wir hier haben, aber ja, ihr werdet das später sehen. Beim WM-Modus zieht man das ja dauernd, da seht ihr das. Mal noch ein Pack, dann gehen wir in den Verein und schauen mal, was so gibt im Verein. Aber da gibt es auf jeden Fall einiges. Ja, komm, ein noch. Die können mal wenigstens einen Rare-Spieler gönnen. Das ist nicht mal Rare, glaube ich. Yeah, ist so leer. Komm. Boah, 1000 Münzen. Geil. So, komm. Yes, Boss. Gönn mal. Jetzt einen 3-Nacht-Spielspieler. Müsste doch nicht so schwer sein. Komm. Egal. Gehen wir in den Verein, schauen wir uns da durch, was ich hier im Verein hatte. 200 Spieler im Verein. Wir können eigentlich auch untauschbar gehen, weil wir hatten, glaube ich, nur untauschbar krasse Spieler. Oder ja, tauschbar haben wir auch ein paar krasse, halt nicht so viele. Gehen einfach durch. Die Premier League-Spieler sind jetzt nicht so interessant. Die habe ich eben gespielt, also
Hätte ich zwar im Verein, aber ja, okay, wir haben jetzt echt viele Karten, obwohl das geht eigentlich steh her. Ein Kane hatten wir damals am Start, habe ich sogar ein bisschen gezockt. Kompany, ne? David Silva, da habe ich die schon gar nicht mehr so oft gezockt anscheinend. Carrick, weiß ich auch gar nicht mehr, dass die Karte gibt. Aguero, Otamendi, Sterling, sogar 4 Spiele gespielt, ja. Bobby Firmino in Rot, Azpilicueta. Die habe ich sogar, glaube ich, mal getestet, statt Koscielny, aber der war Katastrophe mit 1,50 Meter. Alexis Sanchez, Ligen-SBC war das, glaube ich. Ja, Pogba habt ihr ja schon gesehen. Bravo gab es am Start. Bakayoko, ne? Diese OP-Karte 82 am Anfang von dem, die war, hat jeder gespielt am Anfang. Martial, auch nur 5 Spiele gespielt. Mahrez, also ihr seht, man hat hier so eine Auswahl. Fabregas, Jermaine Defoe, Mané, Alter, Mané hat dich in Rot und habt ihr nicht gezockt. Das ist krass. Ja. Okay, der hat damals 3 Sterne Weakfoot gehabt. Kann sein, dass mich das abgeschreckt hat. Ein Ibi. In Ibrahimovic nur mit 4-4. Skandal. Zabaleta, das war auch so eine Ikone. Efra, Zaha, ne, auch Maschine. Peter Crouch. Was für eine Maschine, der ja. Gucken wir mal, was hier noch sich schon mit Chatli. Morata. Guck mal, ich hab den sogar sehr, sehr lange gespielt, den Morata. Das weiß ich noch. Das war auch eine sehr, sehr geile Karte, der gute Morata. Rashford. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Karte war. Aber ich glaube, die war auch teuer. Nie gespielt. Ein Abwehrboss. Natürlich haben wir durchgespielt. Son haben wir sogar relativ oft gespielt. 500 Spiele. Ndidi. Herrera 4 Spiele. David Luiz. Matip. Lallana. Ich glaube, das waren irgendwie solche Ligen-SBC-Karten oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also muss eigentlich sein, Van Dijk als Southampton-Version auch nie gezockt. Ich habe da meistens alles mitgenommen, aber nicht, die meisten habe ich halt nicht gezockt. So, Christensen, okay, bist du lange schon bei Chelsea, okay. Bailey, Musonda, auch geile Karte mit 5-5, ne. Tosun, Lamela, ich glaube, der Rest ist relativ uninteressant, wo jetzt hier kommt. Jesus noch am Start, Lindelöf. Ah, das war diese Bakayoko-Karte. Ich weiß nicht, ob ich die noch in normal habe, aber die hat man am Anfang ja immer in normal gezockt. 82er Rating. Rashford hier. Das waren vielleicht sogar der Footy-Siegerkarte von Rashford gerade. Das kann natürlich sein. Gehen wir natürlich durch. Wir schauen jetzt nur die Top-Ligen an. Draxler, Marquinhos. Okay, aber hier habe ich ja anscheinend nicht viel. Gehen wir mal weiter hinter. Klick, Fekir, nochmal Klick, Kimpembe, Cavani, habe ich sogar gezockt. Die Statistik sieht sogar gut aus von Cavani, muss man echt sagen. Machen wir weiter, Lopez, Roussillon, habe ich damals auch mal getestet. Marcelo, Rabiot, Malcolm, Draxler, Munir, ja, Ben Arfa, Mbappé, warte, ist da hinten noch. Guckt euch das an, der Mbappé. Damals in FIFA 18 eine 84er Karte. Süß. Aber die war auch, ich weiß, das war ja 1 zu 1 die Goldkarte. Die hat am Anfang trotzdem 200.000 oder so gekostet. Dadurch, dass die Karte ja jeder spielen wollte halt am Anfang. Felipe Anderson, ne? Auch so eine Maschine. Was eigentlich mit dem? Spielt, glaube ich, bei Porto mittlerweile. War das gerade Buffon? Nee, Perin, stimmt. Perin, okay. Die Goldkarte hier muss ich ja nicht zeigen, Freunde. Ja, der uninteressant. Boah, diese GG Buffon-Karte. In irgendeinem FIFA-Teil habe ich Buffon sehr, sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht mehr. In dem war das anscheinend nicht. Aber der Buffon war geil. De Rossi am Start. Handanovic, Icardi. Also, wir hatten hier so geisteskranke Karten. Das war echt. Boah. Douglas Costa. De Free. Manolas, also ihr seht, wir haben immer den Verein rappelvoll gehabt. Deswegen, ich werde auch dieses Jahr meine restlichen Coins, die ich noch habe, alles in einfach. Spieler, die bringen, ballern, bringt ja eh nichts. Ne? FIFA geht noch 2 Monate, was willst du machen? So. Bonucci damals zu AC Milan gewechselt, den Transfer hat, glaube ich, kein Mensch verstanden. Da war der ja ein Jahr bei AC Milan, dann ist er wieder zurückgewechselt. Höwedes bei Juve. Ja, die stimmt, Juve hatte sich Höwedes als Ersatz geholt, weil wo Bonucci weggegangen ist. André Silva bei AC Milan, Donnarumma, ja, Rest ist uninteressant. Dalbert vielleicht noch interessant, das war so.
Gehen wir natürlich jetzt in die Bundesliga, was wahrscheinlich die meisten von euch interessiert. Oh, Franck Ribéry, 92er Karte. Boah, geile Karte. Diese Halloween-Karten waren auch echt immer geil, wo sich die Werte verändert haben. Haben die halt dieses Jahr und letztes Jahr gar nicht mehr gemacht, was schade finde. Das war immer echt geil. Wenn dann zum Beispiel, du hattest erst eine Müllkarte und auf einmal hattest du eine Karte, die Schuss und Tempo zum Beispiel geboostet bekommt an einem Wochenende. War schon geil eigentlich, bin ich ehrlich. Fände ich schon nice, wenn sie das mal wieder bringen würden. Müller, auch nie gespielt. Batshuayi, Pedersen, Radetzky. Damals auch bei Frankfurt, okay. Naldo, auch am Start. Keita, ja, der hat seine Karriere auch gefühlt versaut mit dem Liverpool-Wechsel. Thiago, Wendell sogar ein bisschen gespielt. Sané von Hannover damals noch. Caligiuri, Volland haben wir auch sogar ein bisschen gezockt. Rodriguez, Kagawa, Götze, Fährmann, ja, Fährmann auch, Maschine, Coman, ja, ihr seht das, wie viele Karten, Knapri, also wie viele Karten ich damals hatte, das echt, da bist du jahrelang gefühlt beschäftigt mit den ganzen Karten, das ist brutal. Gehen wir in die La Liga und dann gehen wir natürlich in den WM-Modus, Freunde, wenn da natürlich noch ein paar Packs ziehen, gucken wir mal, was wir hier haben. Wie gesagt, Ronaldo habt ihr ja schon gesehen. Iniesta, boah. Also seht, die meisten, am Ende, die kamen halt immer so spät, die meisten guten Karten, so. Oder jetzt zum Beispiel auch, wenn in FIFA 21 jetzt krasse Karten kommen. Klar, so ein Chiellini, so, hätte ich gerne mal gespielt, aber ist leider zu spät. Hier, Griezmann, Wigan SBC. Ich habe ja diesen 96er gekauft, aber ich hatte auch den jetzt, auch gute Spiele gemacht bei mir. Adan sogar gespielt, okay. Guedes, Asensio damals noch, Frisalco. Frisalco war im Vorjahr. Oh, ah, okay, ich hatte den Frisalco lange gespielt. Ich wusste, dass ich glaube, ich hätte den nächstes Jahr gespielt. Aber okay, deswegen habe ich den Futti nicht gespielt. Ihr seht, ich habe den 700 Spiele gespielt, diesen Frisalco. Den habe ich in Rot bekommen. Das war, glaube ich, in FIFA 18. So von den roten Informs die beste Karte, die ich über das ganze Jahr bekommen habe, aus Elite immer. Ja, deswegen, keine Ahnung. Deswegen habe ich auch nicht so Motivation, die nächsten FIFA-Teile oder auch dieses FIFA generell Elite zu spielen, sage ich euch, es ist, weil es lohnt sich einfach leider nicht. Ne? Dann gehen wir natürlich jetzt in den WM-Modus rein. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Wir schauen uns natürlich auch hier erstmal Team an kurz. Ja, wir damals hatten wir da auch ein geiles Team am Start. Ja, Kuschelny, ey, kriegt man erstmal einen Vertrag. Das kann ja jetzt sein, dass der Abwehrboss hier ohne Vertrag rumrennen muss. Das war auch damals nicht so geil, dass Kuschelny kein Upgrade bekommen hat, weil er halt nicht dabei war. Ne? Bei Frankreich, Mbappé und so, die haben alle Upgrade bekommen. Varane hat man damals Rechtsverteidiger wegen den Flanken gespielt, weiß ich auch noch. So, gucken wir uns Ronaldo seine Statistik noch kurz an. Der ist halt so eine Maschine, ne? Mbappé, was hat der? Auch gute Statistik, muss man echt sagen, ja. WM-Modus hat echt Bock gemacht, bis da zu viele Icon-Dinger kamen. Gehen wir natürlich in den Shop, gucken wir uns mal, was wir hier haben. Oh, wir haben sogar drei Icon-Packs noch, nice. Nice, 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 aber wir machen erst ein paar von denen, würde ich sagen. Öffnen so 10, 12 Stück von denen und gucken mal, was die hier gönnen. Ihr seht das, ihr habt das gerade mit dem Deutschen gesehen. Das war damals hier die Pack-Animation, das hier. So, ziehen wir hier einen Dickling direkt. Stabil. Das Ding ist, ich habe hier halt fast alles schon. Ne? Goretzka noch drin. Ihr seht, ja, ja, hier hat man immer das Pack nochmal gekriegt, dass man dann in FIFA, im normalen FIFA öffnen konnte. Und hier gab es den Tauschstapel, Freunde. Das war das Gute. Wenn du hier was doppelt gezogen hast, es gab hier einen Tauschstapel, wo du dein doppeltes Zeug hinschieben konntest. EA Sports, ich bitte. Ich sag das nicht auch. Das war eine so gute Idee von euch. Macht das ins richtige FIFA rein. Einen Tauschstapel. Was ist denn das hier? Ich habe natürlich hier alle, ihr seht das. Also die guten Spieler habe ich glaube ich hohe alle gezogen. Und ich zeige euch das jetzt hier mal mit dem doppelten Stapel. Das war echt gut gemacht. Ihr seht das hier. Ich stoße jetzt auch mal diese Müllkarten ab, die unter 84 sind, dass wir hier die doppelten einfach drauf machen können wieder. Was wir hier doppelt hatten, Neymar einfach.
Ja, das war im richtigen FIFA so, würde ich feiern, sage ich euch, wie es ist. Also ihr seht, man konnte hier 100 doppelte untauschbare Objekte einfach lagern. Wäre nicht geil, wenn das ein richtig FIFA reinbringen würden. Big Boy wäre nice, einen der Big Boys zu ziehen, okay? Komm, gönn einen Big Boy. Muss ich auch nicht mitnehmen, sowas, wenn ich sowas doppelt ziehe, stoße ich das einfach ab, ne? Ist das Renato Sanchez? Ja, Renato Sanchez damals, 78er Karte, damals war er noch bei Bayern, ich glaube ja, FIFA 18 müsste bei Bayern gewesen sein. Mal, ja, das war natürlich gar nichts, da haben die uns abgezogen, E-Sports, gar nichts war das. Dass man das Pack immer einlösen muss, das hat schon ein bisschen nervig. So, machen wir noch zwei Packs von denen und dann machen wir die drei Icon Packs. Bin mal gespannt auf jeden Fall auf die drei Icon Packs. Gucken wir mal. Komm, gönn mal einen Big Boy. Keine Ahnung. Frankreich, Russland, Torwart. Die sind aber weit gekommen, die Russen. Stimmt, 85, okay. Sogar nicht mal so schlecht. Delaney. Alles klar, 78er Karte damals. So, letzte Pack und dann mal die drei Icon Packs, Freunde. So, weg damit. Komm, ein Big Boy. Man kann sogar hier draus Icons ziehen, das wissen viele gar nicht, aber. Ja, da kommen wir mal aber noch eins. Das war jetzt. Außer von deinem Spieler, der Pepperina. So, komm. Mal gespannt, was man bei den Icons zieht. Da Icons habe ich halt schon Ladung. Könnte halt sein, dass man da doppelte zieht. Da habe ich auch wie viele geballert. Ja, das könnte jetzt immer was Gutes werden. Deutschland, neuer ist das. Egal. Gehen wir jetzt zu den drei Icon Packs rüber, Freunde. So, Freunde, wenn wir noch die drei Icon Packs öffnen, gehen wir direkt rein ins erste. Schauen wir mal, ob die gönnen. Ja, muss sagen, FIFA 18 war schon nice. Ja. Auch mit dem WM-Modus war natürlich geil. Brasilien, ZOM. Jetzt von einem Ist sogar nice, ne? Aber egal, so, ja. Aber ist in Ordnung. Wir machen auf dem Tauschstapel. Wenn wir da in ein paar Jahre noch mal schauen, können wir sehen, oh, wir haben damals einen Ronaldinho doppelt gezogen. Zwei Stück haben wir noch, gucken wir mal. Wenigstens einen, den wir nicht doppelt ziehen, wäre schon gut. Mehr erwarte ich gar nicht. Gucken wir mal, was wir jetzt bekommen. Ja, das ist schon egal. Nee, auf den Trauschstaben nicht abstoßen. Jetzt gönn mal was anderes wie außer ein Ronaldinho. Guck mal, ich zeige euch mal, welche Icons ich habe da. Und ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Wir haben nur ein Pack jetzt. Ja, Plonk haben wir, Matthäus haben wir, Ronaldinho haben wir. Also sieht man das hier, welche Icons ich hier habe? Kann man hier auf Icons gehen? Ja, Icons. Ne? Ja, okay, wir haben halt schon alle fast. Es gab hier nur 20 Stück ungefähr. Klose, 87er Icon, da habe ich den überhaupt gezockt. Habe sogar 10 Spiele gezockt, okay. Ich glaube, wir haben sogar mal Deutschland-Team oder so gespielt. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Komm. Gib mir jetzt kein Ronaldinho, gib mir irgendwas anderes. Gib mir irgendwas anderes, ihr Sports. Also wenn jetzt keiner Ronaldinho kommt, wäre Katastrophe. Ja, das ist jetzt ein Kosten oder was. Aber ist okay. Ja, natürlich haben wir den. Drei Icon Packs, drei Doppelte. Egal, Freunde. Es geht um Spaß, um das zu schauen, was da kam. Mal jetzt noch einmal so ein Pack zum Abschluss. Und dann hoffe ich, hat es euch gefallen mit diesem Flashback-Video zu FIFA 18, Freunde. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Das ist immer okay. Okay, dann würde ich sagen, ich bin raus, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.